wenn man jetzt 14 Jahre in den Rookies Cup dabei ist und den mit Herzblut verfolgt, dann hat es natürlich Unmengen Highlights gegeben. Aber allen voran ist natürlich der allererste Weltmeister, der aus dem Rookies Cup herausgekommen ist. Es war Johann Sacco, der erste Rookies Cup-Sieger überhaupt war und ein Weltmeister geworden ist. Aber wir haben mehrere Weltmeister. Wir haben einen Brett Binder, der Weltmeister geworden ist in der Moto3 und der jetzt sogar ein MotoGP-Rennen gewonnen hat. Also Highlights ohne Ende. Das Wunderbare an diesem Rookies Cup ist, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Einheit schaffen. Das heißt, das Motorrad ist 100% ident. Alle haben die gleichen Möglichkeiten, damit zu trainieren. Im Grunde genommen geht jeder mit dem gleichen Werkzeug heran. Und der Unterschied, der dann bei diesen Abstimmungsarbeiten entsteht, ist nicht so elementar, dass dann ein Motorrad ein Siegermotorrad und das andere ein Rohrkrepierer ist. Also es ist eben sehr spannend, dadurch, dass wir alle die gleichen Bikes haben, ist die ganze Klasse eigentlich sehr ausgeglichen. Keiner hat irgendwelche Vor- oder Nachteile und deswegen gibt es im Rennen auch meistens eine Riesengruppe, was es sehr spannend macht und auch sehr viel Spaß macht zum Fahren. Ja, keiner hat halt einen Vorteil. Und dann kommt es nur darauf an, wer halt die besten Talent oder wer das Beste draus macht und sieht mal, wer das Beste ist. Diese Jungs eigentlich noch unverdorbene junge Burschen sind. Das heißt, sie wollen alle nur eins, sie wollen Motorradrennen fahren und das wollen sie mit vereinten Kräften miteinander machen, auch wenn sie beim Rennen dann untereinander ein bisschen die Ellbogen rausfahren, aber wehtun tun sie sie nicht. Naja, auf der Strecke sind wir Feinde, aber nach dem Fahren müssen wir eigentlich immer Freunde sein, weil wir fahren ja immer gegeneinander und wenn wir halt aufhören, sind wir immer Freunde eigentlich. Wichtig ist einfach, dass man fair bleibt, aber harte Kämpfe sind normal und eben wenn das Visier unten ist, dann gibt es keine Freunde mehr. Ja, wir verstehen uns gut, glaube ich. Ja. Hey. Ich vergesse nie, was mir gut getan hat und was mir weh getan hat. Und auch wenn die Jungs, die heute mit 13 Jahren zu mir kommen und mit solchen Motorrädern Rennen fahren und ich das Ganze begonnen habe mit billigen Motorrädern, aber mit 19 Jahren, dann ist doch der erste Zutritt oder der erste Eintritt in diesen Sport sehr, sehr ähnlich. Und dann merkt man plötzlich, dass von diesen 25 Jungs ein bisschen die Augen zum Kreisen beginnen und dass sie Vertrauen suchen, dass sie Fragen haben und dass sie einfach jemanden brauchen, der sie versteht. Gustl ist ein super Typ, der hilft einem so viel bei allem, auf dem Bike, weg vom Bike und es ist einfach sehr toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich hätte schon sehr, sehr gern, dass er das, was er macht, mit Spaß macht. Das Sportlerleben ist genauso wie das normale Leben, es hat nicht nur Sonnenschein. Und eine Regenperiode stehst du nur durch, wenn du es liebst, was du machst. Ja, immer wenn ich so ein Briefing mache mit meinen Jungs, spreche ich sie immer mit Gentlemen an. Weil ich sage, wenn wir sie so treffen, dann sind es meine Buben. Wenn sie aber am Motorrad sitzen, dann sind sie Männer. Und weil sie Respekt untereinander haben, sind sie Gentlemen. Eben, man sieht, dass wenn man gut fährt, wenn man seine Arbeit macht, wo man hinkommen kann mit dem Rookies Cup. Ich habe viel Ehrgeiz und möchte auch gern gewinnen, aber darf halt auch nie aufgeben. Deswegen immer weiterkämpfen und irgendwann erfüllt man auch seinen Traum.